Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge wurden wir schon wieder von irgendwelchen Robotern angegriffen, die uns irgendwie eine Falle stellen wollten und was auch immer. Boah, der Helm da sieht irgendwie cool aus. Merke ich gerade. Und ja, wir sind einigen Raidern begegnet in so einer, in so einem Strand hier. Und da machen wir auch weiter. Geil, ne? Die Die schlachten wir Leute jetzt sowas sind von ab. sogar tatsächlich freiwillig an den Strand gegangen? Habe ich noch nie verstanden. Ja, merkwürdig, ne? Okay. Ich habe Erfahrungspunkte für irgendwas bekommen, finde ich gut. Wir gehen noch mal hier hoch, weil ja den die Sachen habe ich jetzt mal hier gelassen, weil ich habe doch eine komplette Power Armor, wie es sich herausstellt von der Raider Power Armor. Gut, war? Okay. Genauso werfe ich auch im Real Life. Hat der die Power Armor jetzt da reingekickt? Warum kann ich nicht mit einem von diesen Dingern spielen, Mann? Ja, Erfahrungspunkte. Warte mal, Buchrückgabe. Ich habe ja jetzt ein paar Tickets. Was? Alter, was passiert hier immer, wenn ich gerade nicht zugucke? Ah, schön. Blut verschmiert. Splittergranate. Fusionskerne, okay. Ach, ein Verbleiben und so, dann kann man also noch einmal. Warum gibt so ein Automat Granaten aus? Was zum. Egal. Ja, ich bin ein bisschen schnell wieder durchgegangen, jeden einen Typen fertig machen wollte. Die Zeitschrift habe ich ja schon, oder? Ja, hier ist noch der Meister Dingens, genau. Und ja. Dann haben wir hier auch alles erledigt. Die Kiste werde ich natürlich noch öffnen. Hast Damit, ich bestimmt kann deine nur. Gründe, aber Ich für habe mich kann sieht nur das nach 30 Schrott Sachen aus. oder so mir rumschleppen. Das ist irgendwie sehr komisch. Wie sieht so ein Leguan am Stiel aus? So, ich dachte, da wäre so ein Lebner. Ja, das ist bei den Eichhörnchen, glaube ich. Ja, später. So. Irgendwie doof, dass die Fährten eigentlich irgendwie noch machen. Die haben einen zu eigenen Willen. Das geht einem Cool. irgendwie mehr auf den Nerven, als dass es einem hilft. Ich so das Gefühl. Ja, schon wieder. Weil, ich meine, was ist so schlimm daran hier? Dass der die ganze Zeit bei mir ist. Der muss immer irgendwo rumlaufen. Das macht's voll blöd. Vor allem, wenn du irgendwie vollgepackt bist, so wie ich im letzten Part, und du suchst jemanden, der deine Klamotten tragen will. Der ist natürlich dann nicht da. Oh, hallo. Hier ist nichts, okay. Gut, da sind noch ein paar Raider. Weiß nicht, ob ich die erledigen soll. Muss ich eigentlich nicht. Nur wegen Erfahrungspunkten und so. So, hier sieht es ein bisschen verdächtig aus. Den aber nicht. Nur das übliche Schauspiel, Skelette und so. So, jetzt tun mir schon mal die Leute leid, die da vorne warten. Drück. Mein Gott. Außer ihr seid schon tot, aber anscheinend nicht. Nee, keiner von denen ist anscheinend gestorben. Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Kuhle. Nein. Ist viel schlimmer. Wie lange willst du denn das durchhalten? Was denn gemacht? Ich wollte ja so eine Drehung machen oder wie? Schon wieder. Ultra Mega Plasma Alpha Drehangriff. Ciao. Alter, wer da hier noch zum Schuss kommt die ganze Zeit. Plötzlich Schock.
Alter, ich greife den die ganze Zeit an. Ich schaffe es noch hier mit einem Schuss durchzukommen. So einfach nicht. So. Hui. Boah. Wow. Spinnt der eigentlich, wenn ich renne? Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Hier müssen wir hin. Da kann man sogar irgendwo über eine Brücke. Oh, scheiße, auf offiziellen Wegen, ne? Warum einfach, wenn es auch überkompliziert geht? Wow, was zum Teufel? Das war ja mein Glück hier. Warum, ich bin ja nur zweimal treffen und ich bin tot, ne? Wo ist mein Fat Man? Au! Alter, ich sterbe ja schon wieder. Ist gut, Mann! Boah! Ist blöde Gift, ey. Warum? Warum muss er immer. Warum muss das Gift so stark sein? Ich habe meinen Fat Man nicht dabei. Muss den Raketenwerfer auf die schießen. Ach. So. Warum kommt da ausgerechnet so ein Viech gerade? Was ist das denn da hinten? So. Machen wir mal den hier. So. Das Viech, ne? Boah, da war knapp. Weil er gegen die Wand geschossen hat, mich selber getroffen. Aber mich loszugehen. Ich wusste es. Jetzt habe ich gar nicht von der getroffen werden. Und ich bin. Weil so kacke, ne? Was soll ich machen, wenn ich einmal getroffen werde? Wow, ich lebe noch. Ich lebe noch. Aber nicht mehr lange. Jetzt werde ich nur einmal getroffen und bin tot. Oh. Er hat diesen Scheiß erfunden. Haben wir nicht den ganzen Hate gegenüber diese Fallout New Vegas Viecher irgendwie mitbekommen? Keiner konnte diese Viecher leiden, die einen so beschissen vergiften konnten. Und jetzt tun die halt hier bei jedem zweiten Gegner machen, habe ich das Gefühl. Oh. Bringen wir es hinter uns. Hat. Boah, nicht getroffen. Mein Fat Man hat ja kein Problem. Man sieht ja, was der für eine Zerstörungskraft hatte. Ja, du. I'm bringing this battle to town. Wow. War ja schon wieder getroffen. Ja, bloß nicht, dass ich hier rausgehe. Gegen dich kämpfe. Ich wollte dir schön aus sicherer Entfernung machen. Ich bin bescheuert. Aber ich muss immer dran zoomen, weil ich sehe das Fahnenkreuz nicht immer. Das Ding so fett ist. Das ist nur so eine. Dann gehen meine ganzen Raketen. Ich klappe das doch hier mit. Ja, das macht auch ordentlich Schaden. Nein! Oh. Komm schon. Gut. Was zum Teufel? Wie viele Gegner sind jetzt auf einmal hier? Da sind bestimmt diese kleinen Viecher, ne? Diese Eier, die sie immer legt.
Oh, willst du abhauen? Nee, 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 nee. Halt die sich hoch? So, gut. Wer hochsteigt? Ach, habe ich schon 5 erledigt. Scheiße, du versteckst dich vor mir! Du bist tot! Stirb endlich! Hast du denn das nicht gesehen, was ich gerade getötet habe? Und so ein Teufel. So, jetzt soll er das Viech wiederfinden. So, 200 Erfahrungspunkte, warum nicht? Das ist das Viech. Ne, hier. So, gibt's da irgendwas, was du schützt hast oder was? Oder wieso bist du einfach jetzt aus dem Ding gekommen? War halt einfach nur random? Wieder solche Viecher. So. Ah, ist das schön hier. Ja, hat er mich erschreckt. So, was haben wir noch so hier am Ufer entlang? Jetzt aber schon irgendwie wunderbar, was auf dieser großen Brücke ist, von der man aussteigen kommen kann. Bin ich überhaupt richtig? Nö. Aber da kommt man auch irgendwie dahin. So komische Steine und so im Weg, habe ich das Gefühl. Der Karte nach zu urteilen. Ja, oder sowas. Ja, sowas von Gegner. Hilfe. Boah, die können schon wieder vergiften, ich krieg die Krise. Boah, die meinen, das geht mal auf jemand anderen los. Gut. So, die müssen jetzt aber nicht ihr Standard sein. Ich glaube, ich gehe gleich doch andersrum, wenn das so weitergeht. So viel Munition, ne? Verflucht. Jetzt geht's los. Was denn? Oh, hi. Legendärer nekrotischer wilder Ghoul. Okay. So in die Mine reingetreten oder warst du schon so schwach? Dem Effekt. Wenn er noch bis irgendwie so ein Riesenghoul auftaucht, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Okay, das war einfach. Ghoul sind extrem schwach in dem Spiel. Zum Glück. Glück gibt es nicht mehr diese Reaper-Ghoul, die so Zeug auf einen werfen. Ja, voll extrem. Immer in den DLCs aufgetaucht. Psycho weg nicht mehr. Ah. Oh. Vielleicht hat der Schaden von der Splittermine. Vielleicht hat er sich erhöht, weil ich noch Psycho hatte und hat deswegen so viel abgezogen. Das wäre noch Knorke gewesen. Okay. Folgen wir diesen halbwegs gebildeten Weg. Und der Granate. Mine. Mine. Da ist noch eine. Das ist eines der größten Raider-Nester. Oh, wirklich? Dass die töten. Oder warum die so stark waren da hinten? Durch ist da jetzt eine Wand. Noch mal fort, da war ein Schleichangriff, ehrlich, und deswegen will ich die Ninja-Fähigkeit haben. Bringt irgendwie nichts mehr.
sind sie ja. Die Waffe ist eigentlich auch stark. Mit dem Flächenangriff nehmen wir an. Na komm, schieß ich ihm da ein. Triff ich nicht, verdammt. Ich müsste eigentlich nur gegen den Boden schießen, da müsste ich doch treffen, ja. Ich muss sie gar nicht treffen, ich muss nur sagen, dass du im Aufprall irgendwie so also in der Nähe bist. Ja, genau hier auch. Um das näher rangehen, das bringt dir nichts. Wow. Lieber Talia. Ich fang gerade erst an. Ich auch. Explosion. Alter. Alter. Boah, jetzt halt die sich auch noch hoch. Was? Da hat sie sich jetzt voll hochgehalten. Kann ich nicht einfach ins Wasser halt Schwert stechen und uns elektrisieren? Wäre irgendwie geil. Extra Animation, geil. Au! Mein Gesicht geworfen. Wer war das? Da kann ich auch mal wieder mit dem Schrotgewehr hier rumfuchteln. Ja, rumfuchteln. Der dir entschießen? Jetzt hier nichts zu ist, leider. Das ist ein schön großes Schiff mit viel Platz. Ja, so nach ein paar Sekunden hier schon voll nach Luft schnappt, als wäre irgendwie eine Minute lang unter Wasser geblieben. Ja, ich sogar länger die Luft anhalten. Boah, ist auch nichts. Boah, du bist. Was? Wo? Oh, da. Uff. Hab ich gehört. Nein. Kannst du sie sehen? Ich hab nur so gehört, so. Und wo kam das? Das ist der Pisser, der die ganze Zeit Molotov Cocktails auf uns wirft. Ist nix sauber, das von gar nichts so Ahnung, hab ich. So, Schrotgewehr Zeit. Wow. Da. Was geht ab? Als ob der zu viele Probleme bereitet, ehrlich. So angeschlagen gewesen? Boah. Ich weiß, du bist nicht gut. Boah. Wie hab ich das ich hab das Gefühl, ich flieg die ganze Zeit. Das sah sehr merkwürdig aus. Wo seid ihr? Da. Mein Gott, da bewegst du auf und ab. Wenn mir nicht so gut ist anscheinend. Auf die ganze Zeit Dinge zu werfen, ey. Was macht denn sowas? Da ist er sicher noch irgendeiner. Da ist auch. Turm. Oh.
Komm her! War schon Raider-Hauptquartier sozusagen erledigt. Muss sogar eine Wacht gegeben. Was? Was? Schleichangriff? Oder geht doof? Und Erfahrungspunkte. Okay, solange wir uns hier so von Schiff zu Schiff durcharbeiten, wird schon mal zur Schrotpatrone ausgezeichnet. Muss jetzt sich doch lohnen, durchzukämpfen. Eigentlich ist nur die Erfahrungspunkte ja das alles wert. Und ein bisschen Loot, Munition und so, aber das verbrauche ich ja wieder. Schön. Technische Dokumente lassen können. Technische Dokumente. Wo ist denn die Mini-Atombombe geworfen? Dann habe ich so was von gehört und gesehen. Muss ich mal gucken, was ich für ein Level abnehme. Muss ich mir vor dem nächsten Part an. Also jetzt, wenn ich jetzt ein Level abbekomme, werde ich das vielleicht mal offscreen bei meinen Fähigkeiten nachgucken, was sich so am besten lohnt. Ja, fast wieder. Ja, weg damit. Wie nennt man das? Vielleicht gehe ich wieder auf Intelligenz wegen mehr Erfahrungspunkte. Aber naja, mal gucken. Ich muss Geschicklichkeit, Beweglichkeit aufleveln für die Ninja-Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die ich auf jeden Fall haben will. Deswegen muss ich da halt ein paar Punkte in rein investieren. Beweglichkeit, Wackelpuppe habe ich glaube ich schon. Habe ich nicht letztens erst bekommen. Letztens habe ich die Glücks und oder wie kommen wir da rein? Ach hier. Cool. Gut. Ja, Preston, kümmern du dich mal um die und lenk die ab. Verdammt, wo sind sie? Ich doch nicht. Du warst so auf die, habe ich das Gefühl. Ich werde sie finden. Wap. Wo? Wo sagt er? Was? So gerade dein Baseballschläger hat mir kaputt gemacht. Das sah aus, als hätte ich mit einem Baseballschläger geschlagen, der wäre mir kaputt gegangen. Meinen eisernen Schädel. Sehr schön. Oh. Da. So ein stinknormaler Raider, ne? Bist du nicht? Was du denn? So, da oben, da geht's wahrscheinlich richtig ab, ne? Boah. Ein aufbereitetes Wasser kann ich auch verbrauchen. Ein bisschen. Das Gewicht, das ich dann auch verliere. So. Da bist du. Oh. Oh, lass mich hier. Lass mich hier schauen. So wie du. War. Da komme ich gerade zu ihm hin und dann hört er auf damit. Da voll aus, als wäre er am Trinken. Ah, er hatte bestimmt voll Schmerzen. Ah, witzig. Ja, gut.
Oh, da sind viele Gegner. Ja, mit der Mini-Atombombe ist bestimmt in diesem einen großen Schiff. Ey, so viele Schiffe, ne, punktgenau an einer Stelle kaputt gegangen sind und hier den Weg bauen, ne? Oh Gott. Aua, macht der mir Schaden. Alter. Alter, macht der einen ätzenden Schaden. Aber ich lebe noch. Hilfe. Leid lang oder weg. Aua, nein. Oh, Veteran, ehrlich? Sag mal, warum fallen euch eigentlich die ganze Zeit die Waffen aus? Der Kopf. Hey, hör auf damit. Ich weiß, ob er eine Waffe hinterlassen. Oder die. Jetzt sind wir noch hier, ne? Den machen wir noch fertig und dann beenden wir den Part. Ungefähr so. Was? Warum hast du nur so viel HP? Wurf. 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 Bleib hier. Du denkst, ich bin... Ah, bleib hier. Da. Mein Gott. Hat der es an die Spitze getrieben, ne? Gut. Dann beende ich mal den Part hier, ne? Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Folge 4, wo wir den Rest hier noch kaputt machen, wir sind immer noch Gegner. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.